Ich liebe Worte, die tief sind, obwohl sie ja nie objektiv sind. Denn wäre ein Objekt nur ein Objekt, hielt sich ein Wort drin nur versteckt. Ich liebe Worte, die tief liegen. Mit solchen lässt sich nur hochfliegen und Schub umkehrend dann tief fliegen, auf das Worte wieder tief liegen, tief lügen. Verwortlosen. Wir Menschen, komplexe Wesen, ob's uns nicht oder schon gefällt, sind hineingestellt zum Lesen der Komplexität der Welt. Doch wäre es viel zu umfangreich und deshalb wohl vergebens, es lesen wollen auf einen Streich das ganze Buch des Lebens. Drum haben wir das Komplexe für uns so simplifiziert, dass es übern Kopf uns nicht wächse, in Worte komprimiert. Das half uns beim Überleben, um wortverortet zu sein, so richteten wir uns eben heimisch im Einfachen ein. Wir wollten mit Worten durch Pforten doch mehr und mehr abstrahiert, so machte das Haften an Worten die Welt wieder höchst kompliziert. Übers Überwortende. Worte beim Worte genommen und gefühlt, Worte von der Sorte in den Abguss gespült, Worte ihrer Jungwörtlichkeit beraubt, Worte sinnverklebt, doch geglaubt, Worte nicht mit Wortwitz geizend, Wort wiederholend, copyrightend, Worte stechend, bestechend wie Gelsen, Worte steckend in Hülsen und Hälsen, Worte sich in Wortmengen mengend, Worte Wortlosigkeit verdrängend, Worte wertloses Wortreich bewortend, Worte beteuernd, Bedeutungen hortend, Worte, weil's manch Narrativen narrte, Worte betrachtet wie von höherer Warte, Worte beherbergt, wie von höherem Wirte, kennzeichnen könnerhaft den Menschen, der irrte. Nur ein Wort. Aber sprich nur ein Wort, Kompass nadelt's von Sünden nach Nord. Aber sprich nur ein Wort, ungesundet die Seele sofort. Aber sprich nur ein Wort, begeht's in der Stille Mord. Aber sprich nur ein Wort, entführt dich von da nach dort. Aber sprich nur ein Wort und dann entsorg's am Apport. Wortgewichtig. Am Anfang war das Wort. Und wenn es seither nicht verdorben wär, und wenn es seither nicht gestorben wär, dann wär es heut immer noch dort. Am Anfang war das Wort. An diesem ortlosen Ort, an diesem wortlosen Ort war anverfänglich das Wort. So ist das Wort schon lang ein Musterbeispiel an Fang, bei dem man in Netzen aus Wortfetzen hängt und sich in Befangenheit drin verfängt. Drum sollte man manche Worte deswegen nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Am Anfang stand der Beginn. Was anderes war es noch nie. Unser Leben ist Archäologie. Auch wenn's tut, als ob's stets neu ist, entsteht's stets aus dem, was vorbei ist. Aus vergangenen Sinneseindrücken tun wir's zusammenflicken und uns dazu bekennen, was wir dann unser Leben nennen. Und alles, was wir glauben zu haben, fußt auf archäologischem Graben. Auf diesem, unserem Vergangenheitsgrundstück, reihen wir Fundstück an Fundstück, von denen wir jeweils erinnernd finden, wie sehr sie des Lebens Sinn begründen, ob wir wohl einst unseren Erben vererben, mehr als archäologische Scherben. Wer A schreibt, muss auch B schreiben. Wozu mit Schreibwerkzeug etwas beschreiben, das im Moment des Daseins doch nicht dort bleibt?
Wozu denn mit Beschreiben Zeit vertreiben, da sich das Daseinswunder unbeschreiblich fortschreibt? Faktencheck. Wenn ich beschreibe, wie ich ein Blatt beschreibe und im Beschreiben des Beschreibens verbleibe, so ist dies vom Grund her ein Faktum, doch grundunverbunden nur ein Abstraktum, bei dem nicht mehr als das passiert, ich hab aus dem Faktum mich rausabstrahiert und konnte so nur durch Beschreiben das Fakt aus dem Faktum vertreiben. Seitenwechsel. Bewegt, erregt stand ich alle Male vor den Regalen der Regale, ließ meine Blicke entzückt bei Zeiten sanft über Bücherrücken gleiten. Doch plötzlich schlug entgegen mir buchstäblich Druck von bedrucktem Papier, als wollte es mich eindringlich fragen, fände ich's auslangen mit meinen Tagen oder schafft Schwerkraft Herzensschwere bei allem, was noch zu lesen wäre? Was wär von dem, seit man Buchdrucker fand, auf alle Fälle für mich relevant? Wär's nicht besser, wär's nicht fein, statt ein Leser, das Erlesene zu sein? Wär's nicht angenehm, ungemein, ein gut gebuchtes Buch zu sein? Wer hinter mir her wär, wär mir egal, eingereiht in ein Bücherregal, gut situiert zwischen meinesgleichen, von Lesehungrigen leicht zu erreichen? Wie wär's zu tauschen des Menschseins Suche gegen das Buchsein von einem Buche? Der Tausch des Bedingten mit so einem Ding ging schließlich vonstatten, indem ich ging zu einem der Buchmacher auf Besuch. Ja, dort ließ ich mich machen zu einem Buch. Prachtvoll gestaltet nahm ich dann dementsprechend Buchhaltung an. Menschen mit bibliophilen Fühlen mögen nun meine Seiten durchwühlen, mögen sich an meinem Innersten laben, mich Tag und Nacht in den Händen haben, mögen mich hegen, pflegen, schützen oder in mich Notizen ritzen, mögen in Vielfalt den Inhalt erreichen und gefälligstes bunt unterstreichen. In mir herumschieben Lesezeichen, in stetem Leserherz erweichen. Mögen Menschen Bibliophile unterwegs zum Leseziele, wenn, dann ungern von mir lassen und sogar Eselsohren mir verpassen, in dem Wunsch sich steigernd hinein. Oh, könnt ich dieses Buch bloß sein! Freiheit, Gleichheit, Blockschriftlichkeit. Buchstaben, die das Sagen haben, gaben an als Großbuchstaben mehr aus besserer Verdeutlicherei als Angeberei, im Anschein, dass die Großbuchstaben Größeres zu sagen haben oder aber Größeres betrifft, waren sie da als Blockschrift, auf die kein Groß-Kleinschreibungszweifeldruck trifft, wie es der Fall ist bei der Druckschrift. Ja, vorm Gesetz im Blockschriftreich sind alle Großbuchstaben gleich. Enthauptende Worte. Wir Menschenden, was ist vor allen Dingen unser allergrößtes Misslingen? Wir taten anfangloses Fließen, hauptsächlich in tote Hauptworte gießen, statt mit Verben vererben, was uns anrief, statt stehen, Stillstand im Substantiv. So machte zwanghaft das Behauptwortungsmuss aus dem Fließen einen Fluss. So machte man aus Göttlichem im Wörtertrott zum Ergötzen einen Gott. Dichtung durch Sichtung. Lasst uns den täuschungsverraumenden Raum sehen, lasst uns von trennenden Abständen abstehen und Weite hinter nicht zwischen Dingen sehen, weil Dinge innen, nicht draußen entstehen.
Erst wer sich Sicht auf die Welt richtig richtet, sieht, wie sich durch Sicht Welt im Raum erst verdichtet. Pfeifkonzert. Solange ich Worte noch ergreife und auf Worte noch nicht pfeife, solange warte ich noch in der Worteschleife. Bis die Spatzen übernehmen alle meine Lieblingsthemen, sie ausbrütend lassen reifen und sie von den Dächern pfeifen. Sprachbezweifelung. Die Sprache, die krankt allemal an ihrem Zweifelpotenzial. Die Sprache, die krankt alle Zeit an ihrer Sinnuneinigkeit. In jedem Wort, in jede Zeil steckt immerfort das Gegenteil. So macht in sich ein jeder Satz Platz für seinen Gegensatz. So ist mit Worten jedes Beten ein Verorten nur vonnöten. Ein auf entweiter Stelle treten, als wollte man die Quelle töten. Doch ohne Quellen wären Quellen nicht. Drum ist tiefstes Beten ein Wortverzicht. Sprache von Gewicht spricht vom Sein, doch räumt Sprache auch ein Nichtsein ein. Sprache mag sein und mag sein ein Zeugen. Sprache mag sein und mag sein ein Zeigen, doch ein Sein ist nur ein Sein und der Rest ist Schweigen.